So, hallo zusammen zu einem neuen Star-Special heute. Ich habe ja gemeint, dass ich über Keanu Reeves noch was mache. Ich wollte noch über Liam Neeson und Nicolas Cage. Also das sind so die, die mir noch am Herzen liegen. Und heute ist Keanu Reeves dran. Den habe ich jetzt vollständig. Da habe ich nochmal zwei nachgeordert. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, sage ich mal. Aber das ist ja sowieso mit dem Hochladen immer alles durcheinander. Und wer weiß, wann Keanu Reeves hochgeladen wird. Keanu Reeves ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, aber ich finde ihn gut. Also ich schaue ganz gerne seine Filme. Wobei jetzt er auch jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt so viel unterschiedliche Rollen spielt. Also meistens sind sie düster angehaucht, meistens mit Gewalt, eigentlich Komödie. Keine, also müsste ich mir jetzt schon irren, wenn einer dabei gewesen wäre. Trotz allem sehe ich ihn gerne. Und dann fangen wir einfach mal an. Hier auf meiner Liste von Wikipedia geht es jetzt bei 88 los. Es kann sein, dass er noch ein paar Filme vorher irgendwo als Schauspieler Nebenrollen hatte. Eine verrückte Reise durch die Nacht, den habe ich natürlich nicht da. Last Song 88 auch nicht. Und selbst Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit 89 habe ich nicht da. Auch 89, eine Wahnsinnsfamilie. Ich liebe dich zu Tode 90. Und Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft 91 habe ich auch nicht da. Aber 91, mein erster Film. Und ein Film, den ich super finde, ist Gefährliche Brandung. Ja, der junge Keanu Reeves hier mit Patrick Swayze. Und ich muss sagen, Patrick Swayze macht ja in diesem Film auch eine absolut gute Figur. Und ich finde den Plot echt super. Der Gary Busey macht ja mit. Der ist jetzt zwar hier vorne und auch hinten nicht drauf abgebildet. Aber Gefährliche Brandung hat ja eine Nachfolge gefunden. Der heißt der Point Break, weil der heißt ja auch in Englisch Point Break. Der kommt hier nicht ran. Bin ich der Meinung, also ich fand die Schauspieler gut, ich fand die Story gut, ich fand die Aufnahmen gut, also alles in allem, da gab es noch kein CGI, die sind halt noch echt aus dem Flugzeug gesprungen und so weiter und so fort und es ging eine Menge zu Bruch. Gefährliche Brandung war mein Einstieg mit Keanu Reeves und es war ein guter Einstieg. Dann hat er 92 Bram Stoker's Dracula gemacht, den kannte ich natürlich noch aus meiner Kindheit. Und Jugendzeit, den habe ich nicht da. Ich bin jetzt nicht so der Vampir-Fan und Dracula-Fan. 93 Little Buddha habe ich nicht. 93 viel Lärm um nichts kann ich auch nicht mit dienen. Even Cowgirls Get the Blues, auch 93. Ja, habe ich auch nicht. Aber dann kam, wahrscheinlich war es der Durchbruch und ich würde mal sagen, ja, es war der Durchbruch. Es war Speed, mit dem Keanu Reeves eigentlich so richtig in die ja, Kino- und Star-Riege aufgestiegen ist. Gefährliche Brandung war es da noch nicht, aber hier mit Sandra Bullock, ja, die hat jetzt hier nicht viel Bilder zu bieten. Speed habe ich mir vor ein paar Monaten nachgeordert, weil ich hatte den in meiner Jugendzeit eigentlich zu oft gesehen und er war dann auch ziemlich ausgekaut. Wer weiß, ob ich mir und wann ich mir den wieder mal anschaue, aber Speed ist trotzdem ein guter Film. Der Dennis Hopper ist doch, glaube ich, dann der Bösewicht. Ja, genau, hinten drauf steht's. Dennis Hopper in Speed. Dann gab es ja Speed 2, Cruise Control, und ich hätte mir gewünscht, Keanu Reeves hätte mitgemacht und vielleicht hätte er auch besser unterschreiben sollen, weil der Nachfolger oder der Ersatz für ihn, der hat den Film eigentlich nicht besser gemacht. Aber grundsätzlich finde ich Speed 2 auch gut, auch ohne Keanu Reeves, aber Keanu Reeves hätte ihn noch besser gemacht. 95, dem Himmel so nah, kenne ich nicht, aber 95, vernetzt. Johnny Mnemonic. Ich habe den, selbst Dolph Lundgren macht hier mit, sehe ich hier gerade. Ey Kinder, das habe ich nicht gewusst, hier vernetzt. Ich habe den Film für euch hier vom Dachboden wieder runtergeholt. Ja, runtergeholt habe ich den. Weil ich den schon sehr angestaubt finde, aber ich habe mir die Story jetzt nochmal durchgelesen. Das spielt im Jahr 2021 und der Film ist von 95, also was hat sich letzten Endes getan? Die Zeiten haben sich zu 95 nicht so sehr verändert. Es kam das Smartphone, es kommt jetzt die KI.
Und hier haben wir einfach einen Datenschmuggel mittels Gehirnimplantat. Also ich würde mir mal sagen, Elon Musk würde sich freuen. Wahrscheinlich kennt Elon Musk den Film. Der Elon Musk kennt ja auch viele Marvel-Filme und viele Roboter in den Tesla-Fabriken haben ja auch Namen von Superhelden. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Also hier haben wir vernetzt mit Keanu Reeves noch in den jungen Jahren, möchte ich mal sagen. Dann hat er 96 in Minnesota gemacht und auch im selben Jahr 96 einen, wie ich finde, guten Film, Außer Kontrolle, ja, mit Morgan Freeman, und der Plot erinnert mich im groben Sinne an Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith, vom Regisseur von Auf der Flucht. Also das, die Ähnlichkeiten sind unverkennbar, weil er befindet sich auch hier auf der Flucht. Da geht es um ein Gerät, das eben alle Energieprobleme der Welt lösen könnte. Wollen wir jetzt nicht in die Verschwörungen reingehen. Es ist ja gar nicht gewollt, dass alle Energieprobleme auf der Welt gelöst werden, weil es geht ja darum, dass wir ordentlich ablöhnen müssen. Und was würde freie Energie bedeuten? Freie Energie würde bedeuten, dass es nichts kostet. Und das kann natürlich nicht sein, weil die Großkonzerne, die wollen ja von irgendwas leben. So, die Abzocke der Menschen. Außer Kontrolle, ein sehr guter Film, finde ich. Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber kein Wunder, ist von 96. Dann haben wir 97, auch ein Film, den ich sehr gut finde, von Keanu oder mit Keanu Reeves, Im Auftrag des Teufels. Der Al Pacino ist hier der Böse, er ist der Teufel. Und ja, ich finde ihn so hinterhältig und ich finde es echt, ich finde den Film super. Erfolg verführt, Ehrgeiz verblendet, Eitelkeit vernichtet, Erkenntnis kann die Hölle sein. Und da macht doch mit die junge, ja, wie heißt sie denn, Charlize Theron. Und die macht auch eine super Figur in dem Film, finde ich. Und Im Auftrag des Teufels, auf jeden Fall, ihr kennt ihn wahrscheinlich. Dann 97, Wie ich zum ersten Mal Selbstmord beging, den kenne ich nicht. Me and Will, 99, kenne ich auch nicht. Aber 99 kam natürlich dann der Kracher raus. Matrix. Wer kennt Matrix nicht? Es gibt, glaube ich, niemanden, der Matrix nicht kennt. Lawrence Fishburne macht mit. Und der erste Matrix ist für mich der beste. Also der erste Matrix-Film ist für mich absolut der beste. Es kam ja dann, wir kommen gleich dazu, es kam 2000 Helden aus der zweiten Reihe, 2000 The Gift, die dunkle Gabe, 2000 The Watcher, 2001 Hardball, 2001 Sweet November und Was das Herz begehrt, 2003. Die habe ich alle nicht da. Ich habe dann wieder Matrix Reloaded, der zweite Teil der Matrix-Reihe. Der hat dann schon spürbare Längen, möchte ich mal sagen, aber teilweise sind die Tricks ganz gut gemacht und die Story ist noch absolut akzeptabel, muss ich sagen. Kann man sehen, ich fand den zweiten Teil auch ganz gut, vor allem die Tricks haben mich eigentlich überzeugt, ich fand sie toll. Zur damaligen Zeit muss man natürlich immer dazu sagen. Und im selben Jahr hat er natürlich noch den dritten Teil, ich glaube, die wurden gleich an einer Stange abgedreht. Mir persönlich gefällt er jetzt nicht, aber da gehen die Meinungen auseinander. Also Matrix Revolutions ist jetzt nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Noch düsterer, und dann ist er ja blind, glaube ich, in dem Film, und noch abgedrehter. Also ist nicht so mein Ding, Matrix 3. Dann hat er Thumbsucker gemacht, den kenne ich nicht, aber er hat dann 2005 Konstantin gemacht. Und es ist ja diese Art von Film. Keanu Reeves befindet sich ein bisschen, so möchte ich jetzt mal sagen, auf der dunklen Seite. Ja, also Matrix ist schon die dunkle Seite und hier Konstantin ist absolut die dunkle Seite. Da geht es ja auch um das Fegfeuer, um die Hölle, um diverse Kreaturen, die da aufsteigen. Ich kann jetzt nicht genau die Story eben sagen, aber es ist hier wirklich ein Höllenfilm im wahrsten Sinne des Wortes. Konstantin. Dann
Ellie Parker habe ich nicht. A Scanner Darkly habe ich auch nicht. 2.6, das Haus am See auch nicht. Ich habe wieder Street Kings. Das ist nicht der bekannteste von ihm. Es ist ein Cop-Film. Er ist ein korrupter Cop in diesem Film. Leider, ich mag keine korrupten Cops. Aber der Plot ist nicht schlecht. Den kann man durchaus mal anschauen. Forrest Whitaker ist dabei. Chris Evans ist dabei. Und ist spannend gemacht. Kann man und vielleicht muss man sich den mal anschauen. Also Street Kings. Oh, scheiße. Der ist sogar ab 18. Ja, hier, man beachte, der ist ab 18, der Film. Street Kings, dann 2.8, der Tag, an dem die Erde stillstand. Da hatte ich ja immer gedacht, ich muss mir den mal holen. Ich hatte da auch mal reingeguckt. Es kann auch sein, dass ich den vielleicht eben vor 10 Jahren mal hatte oder was oder wie auch immer. Ich habe ihn nicht mehr. Da muss ich leider passen, den finde ich nicht so toll. Pippa Lee kenne ich nicht. Henry M. Julie kenne ich auch nicht. Threesome, Eine Nacht in New York kenne ich auch nicht. Man of Tai Chi auch nicht. Und die 47 Ronin, die kenne ich auch nicht, weil das einfach Stories sind, die mich nicht so reißen. Aber ich habe natürlich noch einiges andere von John Wick und deswegen mache ich halt über John Wick heute auch ein Star-Special. Ich habe 2014 John Wick, Keanu Reeves, was, okay, John Wick, Keanu Reeves, also eigentlich ist es ja so, wahrscheinlich habe ich mich gerade versprochen, ich mache heute über John Wick ein, nee, ich mache über Keanu Reeves. Und Keanu Reeves ist ja mit John Wick eigentlich sehr verbunden mit der Rolle, weil er hat ja 4 Teile gemacht. Und ich finde, der erste Teil von John Wick ist für mich der allerbeste. Der ist noch ab 16, die anderen sind dann ab 18. Er hat dann im Jahr drauf, hat er erstmal Knock Knock gemacht. Den finde ich auch noch ganz lustig hier mit den beiden Chicks, die bei ihm einziehen, während seine Frau eben nicht zu Hause ist. Und die ziehen dann mit ihm alle möglichen Sachen durch. Erst kommt der Sex und dann kommt der Schmerz. Also Knock Knock, Keanu Reeves, finde ich ein guter Film. Ist mal ein anderer Plot, hat was. Exposed, blutige Offenbarung habe ich nicht. The Whole Through, Lügenspiel, 2016 habe ich auch nicht. Swedish Sticks habe ich nicht. Neon Demon habe ich auch nicht. Da hat er dann an einem Jahr mal 4 Filme durchgedreht. The Bad Batch habe ich auch nicht. Und 2017 kam dann John Wick 2. Man kann darüber geteilter Meinung sein, dieser Film ist jetzt 18, John Wick 2 und er hat ja durchaus seine Fangemeinde, aber ich muss ehrlich gestehen, der zweite Teil, da haben sie natürlich einen draufgesetzt, er ist noch blutiger, noch brutaler, noch mehr Action, sie haben es ausgeschlachtet und ja, im Endeffekt haben sie es dann im dritten noch mehr ausgeschlachtet, aber das sind wir noch nicht, also To the Bone 2017, habe ich nicht da und ich habe mir 2 Filme geordert, die ich noch nicht da hatte, wo ich jetzt die Story nicht schlecht fand. Die habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist zum einen Siberia, tödliche Nähe. Der spielt in Russland auch und da geht es um Edelsteine. Jetzt nicht wie Blood Diamond oder so, aber hier geht es um den Weiterverkauf von Edelsteinen. Und da kommt es dann mit gefälschten Steinen zu allerhand Verwicklungen. Also ich musste mir den Film anschauen. Also ich hatte nicht gewusst, dass es diesen Film gibt. Und jetzt die Veronica Ferris macht da sogar mit. Liebe Leute, wer hätte es gedacht? Veronica Ferris. Vielleicht ist er ja was oder vielleicht auch nicht. Dann hat er 2018 Replikas gemacht. Den habe ich mir jetzt auch extra geordert für euch, für diese Vorstellung, aber auch für mich im Endeffekt, weil ich fand die Story mal interessant. Es war ja auch so, dass ihr, ich habe den Trailer angeguckt, vom Produzenten von Transformers und der verliert wohl seine Familie bei einem Autounfall und die KI ist zu der Zeit schon sehr weit und er erschafft dann seine Familie als künstliche Replikas, also als KI-Roboter und die sehen aus wie die echten. Muss ich mir anschauen, habe ich noch nicht gesehen, sieht sehr interessant aus. Also auf jeden Fall Replikas. Hört sich interessant an. 2018 Destination Wedding habe ich nicht. Dann 2019 John Wick 3. Ja, wie das halt so ist. Dann müssen sie nochmal einen draufsetzen. John Wick 3. Ist er jetzt besser als der 2er?
Kann man nicht so sagen, aber er ist ungefähr genauso brutal, möchte ich mal sagen. Ja, ich hätte ihn vielleicht ein bisschen besser als ein Zweier eingeschätzt, aber es ist alles subjektiv. Always Be Maybe 2019, zwischen zwei Fahrenden 2019, Bill und Ted retten das Universum 2020. SpongeBob Schwammkopf 2020. Und dann hat er nochmal 2021 hat er gemacht, nochmal Matrix 4. Ja? Matrix Resurrections. Naja, gut, ich meine, wie ich hatte es schon erwähnt, der erste Teil ist für mich der beste. Der vierte Teil, ja, wie bei, ich würde es mal sagen, wie bei Indiana Jones 5, ja, besser als nix. Schön, dass es ihn gibt, aber man hätte jetzt vielleicht keinen vierten unbedingt drehen müssen. Und dann hat er auch nochmal einen vierten nachgehauen für John Wick. John Wick 4, und da ist natürlich, ja, haut nochmal einen raus bei 8, ab 18. Ich finde an diesem Film halt so geil. Die Locations, da ist Paris dabei und ich meine, die Action ist super, aber im Endeffekt nichts Neues. Es ist John Wick, wie er lebt und lebt. Die Figur wurde erfunden, ist dem Keanu Reeves auf den Leib geschnitten. Und ihr seht schon, also was die Filme angeht, so viele unterschiedliche Arten von Filmen hat er nicht gemacht. Aber Keanu Reeves verdient es, ein Star-Special hier zu bekommen und deswegen habe ich jetzt mal alles rausgezogen, was ich zu bieten habe. Ich habe jetzt dann hier gerade gesehen, vielleicht hätte ich The Watcher mir nochmal näher anschauen müssen oder Hardball. Ich muss da mal schauen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass ich mir noch einen nachorder. In diesem Sinne soll es das mit Keanu Reeves gewesen sein. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei einem neuen Star Special. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.